Herzlich willkommen zur nächsten Update News, der zweiten dieser Woche, und zwar V09811. Es gibt zwei neue Waffen und tatsächlich einen interessanten Hinweis, würde ich mal behaupten. Eigentlich war das Update, der für den 24. geplant ist, kam aber am 23. Ich glaube um 20 Uhr oder sowas, kurz vor 20 Uhr, ich glaube 19:30. Wir haben da direkt den Stream gemacht, der kommt dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Tages noch. Es gibt zwei neue Waffen, Tweeter, Squawker, Woofer, Level 90, also nach dem Laserbeam, und Early Bird, Early Worm, Level 96, also nach dem, ja, Puzzler. Das Geile, was jetzt kommt: Added new setting to auto-mute highly reported players can be adjusted in settings. Auto-muted players can still be muted manually. Heißt, dass Leute, die sehr oft reported wurden, also highly reported players, automatisch gemutet werden, sobald ihr eurer Lobby schon. Heißt, die sind dann in diesem Menü, ist dieser Lautsprecher ist quasi weiß hervorgehoben. Die können automatisch, es sind automatisch gemutet, können aber manuell eben durch draufdrücken entmutet werden. Geile war, das war so im Stream, ich kann mal kurz erzählen, dass halt einer wirklich weiß hervorgehoben war, aber der konnte, ich habe den nie gemutet, hat auch andere Leute, die in der Lobby waren. Das war wahrscheinlich genau der Fall. Natürlich dann echt scheiße, wenn Leute, ne, die man halt quasi gut kennt, also mindestens jetzt von Steam her, echt so automatisch oft reported worden. Liegt auch oft dran, wenn die Leute halt wirklich Gottreus herschenken. Dann passiert es öfter mal. Und wir schauen uns erstmal die zwei neuen Waffen, hätte ich gesagt. Ich muss es ein wenig schneller machen, weil ich will das heute noch hochladen. Wir haben jetzt gerade nach dem Stream 23:45. Wir nehmen mal am besten, ich glaube die Map sogar ganz, ne, wir nehmen nicht, wir nehmen die Map mal. Das ist so klein. Also wir fangen erstmal mit der einfachen Waffe, und zwar Tweeter. Tweeter ist eine ganz easy Distanzwaffe. Ich zeige das mal auf 0 Distanz. Macht 5 Schaden, grittet er weg. Ich glaube, das sind 13×5. Und auf Distanz macht das Ding, also das war jetzt Kurzdistanz 0. 0 Distanz quasi. Jetzt machen wir mal die Länge, die Großdistanz. Könnt ihr euch denken, wie viel jetzt kommt? Richtig, 6. Also die Distanz spielt bei der Waffe eigentlich fast gerollt. Ihr seht 90 Damage mit der Wenn Grit. Also die Waffe ist eigentlich ziemlich gut. Braucht ihr bloß 2900 zum Upgrade, sage ich zum Schluss nochmal. Seht ihr 4x Grit, seht 4x 6 ab. Ne? Warte mal, 102. Moment. 78 macht die Waffe. Wenn man 78 durch 6, heißt es sind wirklich 13 Schläge. Habt ihr gesehen im Stream, seht ihr im Stream schon mal bekommen. Early Bird tatsächlich ist eine Waffe, die muss man verstehen. Ja, wenn ihr so macht, könnt ihr vergessen. Wenn ihr so macht, könnt ihr vergessen. Wenn ihr so macht, Bullshit, also seht ihr, wie viel Schaden mehr. Wenn ihr so macht, trifft es auf einmal. Ja, was ist denn los bei der Waffe? Die Waffe hat keine Parabelform, heißt so, die kommt nicht runter. Keine Parabelform, das ist schon mal wichtig. Ihr könnt nur straight drüber schießen. Und ihr könnt nur so weit Streu drüber schießen, in der Stärke, in der ihr schießt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 100-0 mache. Warte da mal, 100-0. Ich mach's, ich zeig's oben. 100-0, denn jedes Ding, da ist der linke Rand quasi. Ja, der rechte Rand, und da ist ungefähr der linke. Also hier ungefähr explodiert das Ding in der Mitte. So, wenn ich jetzt nur 50 Stärke schieße, ne, dann geht's da hoch. Und macht da wegen einem Bogen nach unten. Also die Parabel ist da, aber ihr könnt gerne machen bei 16 Stärke. Explodiert fast in mir. Also ich habe da weniger Parabel und dann passt das. Also wenn ich jetzt hier hingehe, 100 Stärke, sind es genau 100, trifft gerade noch, wenn ich jetzt ein zurückfahre, so. Gut, dann auch noch, ich habe eine weniger Toleranz, sehe ich gerade. Aber ich habe das im Stream nicht so ausführlich gemacht. Und da geht schon nimmer hoch. Also wie gesagt, es ist quasi ein Schenk, wo er wirklich auf Nahdistanz gehen müsste. Und macht doch 100 Schaden, macht immer 100 Schaden. 100. 100 hat im Stream am Anfang, glaube ich, 3-4 Mal gegrittet instant. Also das trifft immer, sie 200 Grit, macht immer 100 Schaden. Und auf Distanz kann der gar nicht gehen. Mal gucke ich, wenn sie den hinten treffen will, in der Parabelbahn, der geht da hoch. Also Early Bird ist eine Waffe, die muss man wegen, die darf man nicht verwechseln mit anderen Waffen. Zum Beispiel Star, ne, geht viel zu früh hoch, dass ich da treffen könnte. Und ja, das waren die beiden Waffen. Ich zeige jetzt nochmal kurz zum Schluss dieser Update News. Folge kommt dann morgen. Die Weapons, wie sie ausschaut. Also bei der ersten, also ich muss kurz sagen, Penderslam haben wir ein bisschen gelevelt, haben wir mittlerweile ungefähr, glaube ich, bei ein Drittel. Dann haben wir Squawker, Stufe 2 bei 2200 XP, und Stufe 3 Woofer bei 9900. Squawker geht, glaube ich, ziemlich schnell. Und Woofer wird wieder so lang Level Waffe, die bekommst aber auch, ich bekomme die wieder nicht oft. Early Worm haben jetzt 3 gelbe, sehe ich gerade. Bei 5,7, ihr müsst ja denken, ihr macht 100 Schaden, sind ja bloß 57 mal Treffen. Nur, wenn er grittet, habt ihr die Hälfte. Wenn er im RB, bekommst du die nicht. Warum? Glaube ich nicht, dass du bekommst. Weil du kannst ja, das Ding fliegt ja nicht lang. Das ist ja bloß an, deswegen, du bekommst ja auch keinen Schengen, deswegen, warum sollst du denn das bekommen? Also,
Das wirklich im Deathmatch oder vielleicht im Point Battle Level. Im Point Battle war es vielleicht ziemlich geil. Und Rage Seder ist mittlerweile bei 2/3. Also es gibt mittlerweile 4 Waffen zu leveln. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Early Warm ziemlich krank finde. Besonders 100 Schaden für Nahdistanz Schenk macht 80 und der 200 Crit. Das ist doch schon ziemlich krank. Besonders sind eigentlich nur wenig XP. Pendaslam braucht deutlich mehr und ist deutlich schlechter. Seht's einmal so. Was ich aber komisch fand im Livestream. Ich habe nicht. Also es wurde gestackt, als ich geschrieben habe. Wir haben 4 gegen 4 gespielt, 4 gegen 4 Deathmatch. Sie haben sich gestackt. Ich habe zum Beispiel mit dem Fury 220 gemacht. Das war an sich ein ganz geiler Schuss. Hab aber nicht diese 220 mal Multiplikator an XP gekriegt. Also mal 1,67 war der Multi. Heißt, ich habe nicht diese. Moment. 367 XP gekriegt, die habe irgendwo 200 gekriegt. Ich glaube, dieses Stacken funktioniert nicht mehr so ganz. Das kotzt mich aber ein wenig hart an, also da mal ein wenig aufpassen. Was auch noch interessant ist, ist das nächste Update, und zwar am 24.10. Das ist übrigens ein Dienstag. Müsste ein Dienstag, ja, es ist ein Dienstag. Das sind über 4 Wochen. Also jetzt kann man eigentlich 3 fast am Stück, ihr seht es, 23., 20. und 11. Gut, 11. ist jetzt so ein bisschen her, aber innerhalb von 2 Wochen kamen 3 Updates, was ziemlich geil ist. Und jetzt dauert es wieder 4 Wochen, aber New Weapons, Tank, Parts, wahrscheinlich genau das hier, ja logisch sind Parts, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und Miscreated, also Verschiedenes, keine Ahnung. Ja, das war ein Update News, 2 ziemlich geile Waffen, wie ich finde. Übrigens müsste der Tweeter ziemlich genau treffen. Early Bird habt ihr gesehen, ihr könnt euch gar nicht verschießen. Ich sag immer, wenn ihr es treffen wollt, dann trefft euch selber. Ist so. Trefft euch selber, dann trefft er sowieso. Stellt euch einfach auf den Gegner, ihr macht sowieso 100. Schießt dann auf den Boden runter, ihr trefft. Aber bitte nicht meinen, das ist eine Distanzwaffe. Das ist wirklich ein Short Range Web. Ja, das war's dann. Wir checken mal kurz wieder, welche Lobbys noch online sind. Nach unserem Stream so gerade. Ne, also das war die Update News. Ich hoffe, ich kann die noch am Sonntagnacht hochladen. Also wirklich 2 extrem geile Waffen. 90, 96 tut sie mittlerweile. Was Statistik wird somit irgendwann auch mal geändert. Ich muss das SEW nur aufpassen, dass ich mal langsam den neuen Waffenscreen, wo die einzelnen kleinen Bilder kommen. Das ist das zweite Bild im jeweils SEW. Erstes ist der Thumbnail, zweites ist das Bild mit dem Pfeil rechts an der, links an der Ding und das dritte Bild ist dann die Statistik. Muss ich mal langsam mir alle Waffen leveln, dass ich das hinbekomme, aber erst nach der Klausur, da werde ich dann wirklich durchziehen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Update News. Nächste Folge, also die am Montag, morgen, heute kommt kein, dafür kriegt er dann später noch 3 Stunden Stream-Wiederholung. Spielen wir dann wahrscheinlich 1,82, weil da, dass wir mal schauen, wie oft man so die Waffen bekommen kann. Vielleicht auch 200 AP, weil es ja doch jetzt mittlerweile 4 Waffen sind. Aber gut, das war's mit Update News. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im Laufe des Tages bei, glaube ich, 3 Videos, die heute kommen. Morgen wäre es selbst. Bis dahin, haut rein.